Hola Peoples, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute checke ich die neue Single von Nasty aus mit dem Titel Roses. Ja, ich kenne die Jungs ja schon seit ein paar Jahren und habe mehrere Alben miterlebt und bin gespannt, wie das neue Album wird, was am 8. September rauskommen wird. Wenn ihr außerdem auch ein bisschen auf Gaming steht, dann checkt doch einfach mal von dem Gitarristen Paddy den Twitch-Kanal ab. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Reaction. So, dann bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt, was die Jungs da wieder hergezaubert haben. Das klang aber mega fett. Das, was Paddy da macht, also der Gitarrist, richtig, richtig cool. Da diese Zwischentriolen sind das, glaube ich, ne? Das finde ich richtig cool. Und welchen Effekt ich auch richtig cool finde, ist so dieses Verzerrte auf Mattis Stimme. Das finde ich richtig cool und ist natürlich direkt ein Nackenbrecher, ne? Also sehr, 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 sehr starker Anfang. Schöner Double Bass Part. Ich finde es auch bei Nasty immer so faszinierend, dass die Jungs einfach nur zu viert sind, ne? Die sind nur zu viert und vor allem, wenn man die Musik auf dem Headset hört, knallt das wirklich die Ohren weg. Weil es einfach so richtig kraftvoll rauskommt. Und ich finde auch, alles passt perfekt. Ich finde, der Sound ist super. Für mich hat Matti ja so im Hardcore-Beatdown-Bereich sowieso eine der besten Stimmen, wenn nicht sogar für mich die beste. Gitarrensound von Paddy, auch mit den Triolen, ne, habe ich ja eben schon gesagt, finde ich mega, mega fett. Ja, Barry mit seinem Bass, ne, es ist halt schön nochmal hinterher so einen schönen Knall gibt. Ja, und Nash macht halt auch einfach einen guten Job, ne, also Double Bass klingt auf jeden Fall richtig fett bei ihm. Also kann man wirklich sehr, 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 sehr gut hören. Und was ich auch oft gut finde, weil es vor allem bei mir so ein bisschen mit Hardcore-Beatdown ist, ich find's top, wenn die Songs nicht zu lang sind. Und bei Nasty ist es so, 2 Minuten 44, wir packen alles rein, was ein Song braucht. Und das ist so genauso diese akkurate Prise, diese Würzung, die man halt einfach braucht. Und das finde ich halt einfach top an den Boys. Ich finde dieses Riff so gut. Oh.
schön wieder Nackenbrecher-Part. Matti, was war denn da los? Erstmal ein schöner High-Kick oder was? Oh, auch starker Breakdown. Top. Aber was kommt da jetzt noch? Ah, wahrscheinlich. Okay, stark. Also sah danach aus, dass es TGV1 das Video gemacht hat. Auf jeden Fall auch echt starker Job. Und ja, also das meiste habe ich ja schon gesagt, aber ich finde soundtechnisch top. Länge von dem Song top. Ja, die Riffs, ne, alles, also gefiel mir alles richtig, richtig gut. Muss auch sagen, dass ich den Song, glaube ich, sogar einen Ticken besser finde als den davorigen. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Auf jeden Fall checkt gerne nochmal hier Paddys Stream ab, Paddys Twitch, schicke ich auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. Checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal aus. Da würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Und ja, holt euer Handy raus, holt euren Kalender raus und tragt euch den 8. September ein. Denn da kommt das neue Album von Nasty und bestellt auf jeden Fall vor, weil das supportet die Jungs.